Moin moin, hallo zu einem weiteren Tutorial von The Game Cutie. Ja, ich zeige euch heute, wie ihr eine Google Chrome App erstellen könnt, die dann so hier ungefähr aussieht, die euch auf eine bestimmte Seite weiterleitet, weil ihr entweder zu faul seid, um eine Seite einzugeben, oder warum auch immer. Ich kann das dir mal kurz zeigen. Man sieht, das führt direkt auf unseren YouTube-Kanal. Ja, und dafür erstellt man jetzt erstmal einen neuen Ordner. So, und jetzt brauchen wir eben ein Bild, das dann angezeigt werden soll. Ich habe jetzt hier dieses Twitter-Bild, jetzt als Beispiel, und habe mir jetzt aber auch schon mal eins rausgesucht. Das ist dieses hier. Das darf allerdings nicht größer sein als 128x128. Und dann erstellt ihr eine Textdatei. Dann gebt ihr diesen Text hier ein. Ja, hier der Name von der App. Hier eine Kurzbeschreibung, die allerdings nicht nötig ist. Hier müsst ihr dann ganz wichtig eintragen, wie das Bild heißt. Das habe ich ja jetzt schon YouTube genannt. Ganz wichtig dabei ist auch, die Endung, die Dateiendung dazu zu schreiben. Hier eben den normalen Link der Seite und hier den Link, wo es eben hingehen soll. Und das Ganze speichert ihr dann unter manifest.json und unter alle Dateien. So. Das kann man löschen. Jetzt geht ihr hier bei Chrome auf diesen Schlüssel. Tools, Erweiterungen und auf entpackte Erweiterung laden. So, jetzt hat er die hier hinzugefügt. Dann findet ihr hier. Und es führt direkt dahin. Ja, das war's auch schon und ich würde sagen, man hört von sich.